Ich bin Ebba Boyesen und ich leite seit 1993 die Europäische Schule für Biodynamik Psychologie mit meiner Kollegin und Schwester Mona Lisa Boyesen und mit unserem Team. Wir sind die Töchter und die Nachfolger von Gerda Boyesen, dass die Biodynamik Psychologie seit Ende 50 Jahren aufgebaut. In 1993 haben wir die Europäische Schule für Biodynamische Psychologie gegründet und hat seitdem über 500 Studenten ausgebildet. Wir sind ein akkreditiertes Institut von der European Association for Body Psychotherapy, EABP, und wir sind auch wissenschaftlich anerkannt von der EAP, Europäische Association für Psychotherapie. Das ermöglicht unseren Studenten nach Abschluss von unserer Ausbildung die europäische Zertifikat zu kriegen als Psychotherapeuten. Das heißt ja offiziell richtig lang, biodynamische Körperpsychotherapie. Das heißt, es geht wirklich um Psychotherapie, also um seelische Themen, die aber verkörpert sind. Also das alles, was wir erleben an seelischen, an psychischen Inhalten, dass sich das auch in unserem Körper in der einen oder anderen Weise ausprägt, und zwar von klein auf. Und es ist so, dass alles, was wir erleben, auch wirklich in unserem Körper abgespeichert ist. Deshalb arbeiten wir in der Körperpsychotherapie nicht nur mit Gesprächen darüber, wie ich mich fühle oder was sein könnte, sondern wir gucken auch richtig körperlich, was passiert hier eigentlich. Also wir versuchen über den Zugang im Körper das zu erreichen, was da unten sitzt und was wir vielleicht schon längst verdrängt haben und nicht mehr erinnern, aber was in der Tiefe immer noch da ist. Leute kommen mit existenziellen Fragen und Problemen. Wer sind sie? Sie kommen mit Beziehungsproblematik. Sie kommen mit Angstproblematik, Wutprobleme, Schmerzprobleme, also somatisch. Das meint, wir arbeiten auf alle diese Ebenen. Dadurch, dass die Arbeit so körperlich ist, ist sie auch viel lebendiger, als wenn man immer nur im Kopf bestimmte Konzepte von links nach rechts bewegt. Es ist auch eine Beziehungsarbeit. Ja, zwischen mir, dem Therapeuten und dir, dem Klienten, entsteht irgendein Feld, und jedes Feld ist anders. Und darin gucke ich, das passt rein, das passt rein, das passt rein. Alles Mögliche, was dem Klienten helfen kann, Schritte im Leben zu machen, die das, was unerledigt ist in der Vorgeschichte, endlich mal zum Ausdruck zu bringen, zu erledigen. Wir legen sehr viel Wert auf die therapeutische Präsenz. Es ist uns auch sehr wichtig, dass der Klient seine eigenen Prozesse versteht. Wir holen die Person ab, da wo sie sind in ihrem Prozessverlauf. Wir arbeiten mit Lebensenergie, Life Energy. Und wir sind auf die humanistische Psychologie eingerichtet. Wir versuchen da auch die Leute nicht nur als Klienten oder Studenten, aber mitmenschlich. Das ist so von unseren Konzepten. Eine klassische Frage in unserer Arbeit ist zum Beispiel, wo fühlst du das in deinem Körper oder wie fühlt sich das in deinem Körper an?
Dann sagt der Klient, ja, ich habe hier immer so Druck auf der Brust und es ist so eng. Und dann gehst du diesem Gefühl nach. Und wenn du mit dem Klienten zusammen so an diesem roten Faden ziehst und versuchst, dieses Gefühl zu kriegen, dann kann es sein, dass der sagt, ja, aber das ist ja ganz alt. Die Veränderung passiert immer im Klienten. Und der Klient findet seinen Weg selber. Die Grundlage ist sehr vielfältig. Das ist manchmal schwer zu erklären. Es ist wie ein großes Orchester, wo man da alle Instrumente eigentlich spielen müsste. Das geht auf die organische, die physiologische Ebene, die energetische, die psychologische, die ätherische, sowie also da, wo Leute etwas braucht, kann man sagen, haben wir Methoden, dass sich da, kann man sagen, harmonisiert mit alles. Was ich dann in dieser Arbeit unglaublich schätze, ist dieses breite Spektrum an Möglichkeiten, was die Arbeit so beinhaltet, über Gespräch, über Massage, über Bewegung, über innere Bilder, über wirklich intensive Körperarbeit mit Bewegung. Es gibt so ein Spektrum und man hat letztlich ein Handwerkszeug für jeden Klienten, weil nicht alle Klienten sind für jede Methode, können sich damit anfreunden. Einfach die größte Barriere gegen Selbstentwicklung ist das negative Selbstbild. Wenn man die innere Verspannungen durch körperliche und psychische Arbeit lösen kann, dann kann man auch die Neurosen von der ganzen original, ursprünglichen Ebene lösen. Da hast ja meine Mutter Gerda Beusen entdeckt, dass wir einen Selbstregulationsmechanismus haben in unserem Verdauungssystem. Und das ist nicht nur verdaut Essen, Suppe, Kartoffeln, aber Neurosen, Toxik. Restaffekt von Stresssituationen. Und das macht es mit der Peristaltik, Psychoperistaltik, Neuroverdauung. Und das ist in uns eine Regulation. Und das ist, wenn wir haben keine Ängste, entspannt, Geborgenheitsgefühl, dann passiert es bei sich selbst. Das ist ihre Entdeckung und deswegen arbeiten wir mit dem Stethoskop, sodass wir die Geräusche hören. Was mir gefehlt hat bei der Massage, ist eine Methode, die Spannung, die ich vorgefunden habe, praktisch zum Sprechen zu bringen. Und das kann die Biodynamik. Sie kann praktisch herausfinden, was ist das Thema in der Spannung des Körpers oder des Muskels. Und das habe ich total spannend gefunden. Darüber wollte ich mehr wissen und das wollte ich lernen, damit umzugehen. Die Ausbildung eine Reise durch alles, was du in deinem Leben jemals erlebt und erfahren hast, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Und ich finde, dass der größte Vorteil unserer Ausbildung ist, dass unsere Studenten vom ersten Tag an praktisch üben und praktisch arbeiten, also immer praktisches Handwerkszeug haben, immer selbst Dinge ausprobieren. Es wird nicht nur vorgemacht und du guckst zu, sondern alle üben es. Und dass du natürlich auch in dieser Zeit Gelegenheit hast, deine eigenen unerledigten Dinge zu bearbeiten, sodass du das später nicht bei deinen Klienten lassen musst. Erst akzeptierst du dich, dann beginnst du dich zu mögen und dann vielleicht zum Ende liebst du dich selbst. Deine Einstellung verändert sich und ich werde sagen, man wird frei. Wir verleugnen ja keine negative Gefühle oder schwierige Gefühle. Wir arbeiten damit. Wir sind nicht Opfer unserer Neurosen. Wir sind auf dem Weg, Lebensfreude wiederzukriegen, womit wir geboren sind. Und wir haben keine Beurteilung, wie man sein soll, weil es geht um du selbst zu sein. Eine Assistentin in der Ausbildungsgruppe hat den folgenden Hintergrund, dass wenn zum Beispiel ungerade Zahlen an Paararbeiten sind, dass wir einspringen, dass wir in Situationen, wo wir gebraucht werden, einfach da sind, intervenieren, der Trainerin an sich zur Seite stehen.
Das ist so die vordergründige Arbeit, die wir machen. Was ich ganz besonders gerne mag, ist die Gruppenarbeit, der Gruppenprozess. Der ist nochmal ganz anders als in der Einzeltherapie. Und das kann ich hier in der Ausbildungsgruppe wunderbar vereinen. Also mir ist während der Massagen eigentlich klar geworden, dass die Themen, die in der Spannung des Muskels stecken, tiefer sind als nur die Spannung selbst. Also dass der Mensch was mitbringt, was ihn privat auch beschäftigt, was ich aber als Masseur nicht lösen kann. Und das hat mich zur Biodynamik gebracht, weil ich dort Methoden gelernt habe, genau damit umzugehen. Das ist das, was ich am ersten Wochenende der Ausbildung erfahren habe. Dieses Gefühl von, hier kann ich sein. Hier ist alles richtig, hier bin ich richtig. Und in dem Rahmen dessen, dass ich erlaubt bin, als so wie ich bin, mit dem, was ich mitbringe, kann das, was blockiert, einfach gelassen werden und kann loslassen und ja, mein eigenes Selbst, mein tiefes Selbst kann sich entwickeln. Wer aktiv kriegt so ein Massage, dann kann er das auch.